Herzlich willkommen zurück zu Slender Part 5 und dem letzten finalen Match gegen unseren Kollege mit der Maske über der Fresse. Ja, auf Deutsch. Ketterbesoff-Befehl. Der hat sich mittlerweile die Maske aufgesetzt, weil es so hässlich ist und denke ich, gecheckt hat. Nein, jetzt war ganz ehrlich, mag auf Befehl. Also Ich demnach. eigentlich auch. Ich weiß auch nicht, wieso der Patrick immer sagt, dass der Softbefehl heißt. So, und wir werden heute unser Match gegen den Schlenderman machen. In original deutscher Sprache. Da kannst du mal sehen. So reden die in Österreich. Geht so, ne? Er folgt. Und ab jetzt beginnt das unbehagliche Bum-Bum, das ja auch allzu viele Leute schon kennen. Ich würde übrigens jedem davon abraten, dieses Spiel zu spielen, weil es nach einer Zeit langweilig Willst du mich verarschen? geht. Ja, genau, woher weißt du das? Kennt ihr diesen Witz? Ein kleines Mädchen ist auf dem Kinderspielplatz. Kommt so ein Kindermörder an. Hey, wie ist dein Name? Ich bin Anna. Und wie alt bist du? Ich werd morgen 7. Das ist richtig gemein, Alter. Na, wo ist er denn, der Schlendermann? Soll ich mich jetzt umdrehen? Ey, verwipst nochmal. Wo ist er denn, der Schlendermann? Man kann hier überhaupt nichts sehen. Man kann hier zoomen. Viel schöner. Umso beschissener ist es dann, wenn er auf einmal vor dir steht. Diesmal ist hier keine Seite. Normalerweise steht hier immer die Seite. Da. Er schaut immer. Keine Augen. Da, Fug, ne? Aber ist doch einfach so. Jetzt mal ganz im Ernst. Ist doch einfach so. Ich meine, was auch sonst? Und wenn man hier drin Scheiße macht, dann ist man direkt am Arsch. Da geht's in den tieferen Wald. Unbehaglich. Stuhl. Ich bin übrigens gerade auf der Lieblingsjahr von unserem kleinen Freund Tim und werde mal inzwischen das Ballett abschlachten. Das ist aber nett. Die finden das bestimmt lustig. Slender, ein Spiel für die ganze Familie. Perfekt, der Enchantment-Raum ist zu. Zockst du die Zombie-Map oder was? Nee. So. Ich will mich irgendwie gar nicht umdrehen, weil ich dann eh weiß, dass ich verliere. Das ist richtig unnötig dann. Zwischendurch mal rennen, Taschenlampe aus, das könnt ihr hier zwischendurch machen. Das ist eine sehr unterhaltsame Sache. Und es lohnt sich übertrieben. Schlendermann. Das ist wie GTA im Wald. Komm, wir klauen die Karre. Vielleicht können wir noch jemanden zusammenschlagen. Alter, klau nicht die Witze vom Gronkh. Das ist zu 100% geklaut, Alter. Ich habe das sogar mal aufgeschrieben. Nein! Bei 3 von 8 beginnt's. Alter Falter. Nein, ich klau schon wieder von Gronkh. Nein! Wisst ihr, was man noch von Gronkh klauen kann? Das? Boah, war der übelst flach.
Ja, der war so flach, Alter, der passt unter der Tür durch. Haha. Ey, wir haben noch eine Seite. Und der Schlendermann, der ist immer noch hinter uns her. Oh, hier, nee, Moment. Hätten wir eigentlich verdient, die Seite? Da ist sie auch. Schober. Ich habe irgendwie das... Hilf mir! Ja, werde ich irgendwann, wenn ich mal Zeit habe. Nee, ich muss lieber eine Mathe machen. Oh Junge, 4 Seiten und der ist immer noch nicht da. Was denn das überhaupt für eine Scheiße? Das ist ja geil. Ich laufe jetzt einfach ein bisschen ohne die Taschenlampe. Und ihr kennt ja meinen Standardspruch zu dem Spiel. Es ist nachts. Du bist allein. Schalt deine Taschenlampe ein. Wie ist der Knopf bei dir, um weg Sachen wegzuwerfen bei Minecraft? Dann musst du mich das jetzt gerade fragen. Das ist eigentlich bei Slender immer so eine Position, aus der kannst du sehr gut eigentlich gucken. Eigentlich müsste es so viel näher dran sein, damit es authentisch wirkt. Das ist immer so eine entfernte Position. Sehr seltsam bei dem Spiel. Und desto flüssiger das läuft, umso unheimlicher ist dieses Spiel. Ich würde sagen, erstmal kurz Taschenschlampe aus. Und jetzt wieder an. So. Und dann erklärt er das anscheinend immer noch nicht, wie das dann wie das gesagt hat. Ich habe einen Minecraft-Server seit neuestem. PvP, Clan und Hunger Games zusammen. Und wenn der liebe Ketter kein Zahler Arschloch ist, wird er diesen lieben Link in die Videobeschreibung tun, falls ihr mal Bock habt vorbeizuschauen. Ja. Das ist überhaupt nicht, weil ich Mitglieder will. Nein, 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 ihr sollt keinen Spaß haben. Nee, jetzt mal im Ernst. Wenn ihr mal Bock habt auf Hunger Games oder PvP oder gleich beides, dann guckt doch mal bei meinem Server vorbei. Die kann... Ja, können wir vielleicht beim Horror-Let's Play mal ein bisschen anders an die Sache Ja, rangehen? eben, es ist ein Horror-Let's Was? Play. Jeder Schwein will sich angucken, wie du dir in die Hose pisst. Demnach will ich mal sagen, das ist das perfekte Video für ein bisschen Promoting. Ja. Ja, aber mal im Ernst, ne? Ich will lieber immer alleine Horror-Games aufnehmen, weil du sagst immer, du machst die ganze Atmosphäre immer kaputt, weißt du? Die Atmosphäre. Die Atmosphäre, dass das hier gruselig ist. Ey, wo ist er denn, Alter? Wie lange zocke ich das jetzt schon, ohne den zu sehen? Jetzt mal im Ernst. Wie lange soll das denn noch dauern? Wollt ihr eigentlich, dass wir auch Hound aufnehmen? Das ist ein anderes Länderspiel. Schreibt es in die Kommentare. Ja. Weil das ist echt gruselig. Wie das auch noch mit HD-Grafik und nicht Länder schwarz-weiß bist. Ja, ich hätte von Länder so viel wie von Darmkrebs. Gar nichts. Es ist scheiße, unnötig und will keiner haben. Es gibt Leute, die bei Slender sich langweilen. Zwischendurch immer ein bisschen rennen. Aber bitte nicht so wie Matthias Schober nach 5 Minuten K.O. gehen. Nein, jetzt nichts gegen Schober. Der war mal gut. Wie gesagt, war mal. Wir sind jetzt einmal schon im Kreis gelaufen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er die ganze Zeit hinter mir seine Eier chillt, der Slenderman. Moment, gerade bin ich rechts gegangen, jetzt gehe ich links. Zwischen den Bäumen ist es eigentlich relativ lustig. Weil der ist der gute alte Slenderman, der ist da nicht. Ey, du wolltest ja mit uns mal Slender Real Life aufnehmen, ne? Ja, guck mal an, wie der Ender-Drache gerade fliegt. Richtig geil, oder? Richtig beschissen. Auf meinem Server Ich könnt langweil, ihr. ich langweil mir hier gerade den Auf Arsch meinem ab. Server könnt ihr euch den Pro-Account holen und wenn ihr den Pro-Account habt, könnt ihr auf den Enderdrachen fliegen. Also könnt ihr euch einen Drachen spawnen lassen und damit Locations abfliegen. Ja, kannst du dann vielleicht jetzt mal ganz im Ernst, die Horroratmosphäre, die muss ich hier halten, ansonsten sind wir richtig am Arsch.
öfters mal reinzoomen. Er ist auf jeden Fall in der Nähe, das wissen wir jetzt. Scheiße. Scheiße. Oh, jetzt beginnt es richtig unheimlich zu werden, das ganze Geräusch und so. Das ganze Adövre. Ah! Ah! Ja! Boah, Alter! Meine Eier! Der stand direkt auf vor mir, Alter! Oh! So habe ich mich lange nicht mehr erschrocken bei dem Spiel. Nochmal, ich hab's nicht gesehen. Nochmal. So Leute, das war's mit Slender. Es kommt kein Video mehr, also jedenfalls nicht bei mir. Ihr könnt bis zum nächsten Part auf meinem Kanal. Tschüss.